Wie ihr wisst, hat der gute Schreinermeister Eder schon recht oft Grund gehabt, auf den kleinen boshaften Pumuckl wütend zu sein. Aber so einen Krach wie diesmal hat's in all den Jahren noch nie gegeben. Es war ein Tag wie jeder andere. Der Meister Eder arbeitete und der Pumuckl schaukelte friedlich in seiner Schaukel. Ab und zu hüpfte er aus seiner Schaukel heraus, um sich eine der Zwetschgen zu holen, die der Herr Eder in einer Schüssel auf die Fensterbank gestellt hatte. Der Meister Eder schaute nur kurz einmal hoch und meinte: Pumuckl, iss nicht zu viel von den Zwetschgen, nicht dass du Bauchweh kriegst. Von Zwetschgen krieg ich nur Bauchwohl und nie Bauchweh. Was? Jetzt habe ich auch eine süße Zwetschge erwischt. Gib nur Acht auf den Kern. Ja, Kerne isst niemand gerne. Das reimt sich. Ja. Ich spuck sie in die Ferne. Das reimt sich noch dazu. Was? Bis zum fernen Sterne. Das ist ein schönes Gedicht. Also, dass du die Kern da in der Gegend umeinander spuckst, das braucht's wirklich nicht. Kannst doch da auf den Sägespänhaufen legen. Nein, das kann ich nicht. Doch. Weil sonst meine schönen Sägespäne voller Kerne werden. Und meine schönen Kerne werden voller Sägespäne. Also, Pumuckl, heb den Kern auf, sonst tritt dich drauf und rutsch aus. Das willst du doch nicht, oder? Nein, das will ich nicht. Ich hebe den Kern auf und lege ihn auf die Hobelbank. Herrschaftszeiten, da kann ich doch den Kern nicht brauchen. Aber in den Hobelspänen kannst du auch keinen Kern brauchen. Und auf der Kommode, da kannst du auch keinen Kern brauchen. Nein, kann ich nicht. Wo kannst du denn eigentlich einen Kern überhaupt brauchen? Nirgends kann ich einen Kern brauchen. Du sag mal, gibt's vielleicht irgendjemand, der Kerne braucht? Nein. Warum sind denn dann Kerne in den Zwetschgen drin, wenn sie keiner braucht? Mei, Pumuckl, damit's neue Zwetschgenbäume gibt. Zwetschgen. Aus Zwetschgenkern wachsen Zwetschgenbäume. Ui, dann will ich einen neuen Zwetschgenbaum haben. Ja, da musst du aber lang warten, Pumuckl. Ja. Komm, wirf ihn weg, den Kern. Nein, so etwas Schönes wie einen Zwetschgenwerdebaum darf man nicht wegwerfen. Dann häng ihn dir von mir aus um den Hals. Aber man kann doch einen Kern nicht um den Hals hängen. Kein Mensch kann das und kein Kobold kann das. Außer du machst mir eine Kette. Was, eine Kette dran. Ja, machst du mir vielleicht eine Kette dran hin? Nein, sag ich. Ach, das habe ich mir gleich gedacht, dass du das nicht tun willst. Aber vielleicht machst du mir eine Halskette ohne Zwetschgenkern. Geh zu, Halsketten tragen doch nur Mädchen. Und Kobolde. Nein. Alle meine Ur-Ur-Ahnen haben Halsketten getragen. Und du tragst keine. Punktum. Dann werfe ich den Kern auf den Boden. Punktum. Pumuckl, lass das sein. Gut, dann lege ich den Kern in dein Bett. Was? Jawohl, dann wächst da ein Zwetschgenbaum aus deinem Bett also und jetzt. Du kannst nie mehr schlafen. Also jetzt und den auf. Zweiten Kern, den lege ich in die Küche, dann wächst gleich neben dem Herd noch ein Zwetschgenbaum und überall lege ich Kerne hin und lasse ich Zwetschgenbäume wachsen. Also jetzt gib mal Ruhe. Hier neben der Säge und hier auch neben der Hobelbank. Pumuckl, jetzt gib mal ein bisschen Ruhe. So mach ich das nicht. Pumuckl, der Kundschaft kommt. So. Lass das mit in den Kern sein, bitteschön. Ja? Das sieht ja sonst aus, als würde... Wir würden ja alle Kerne nur so in der Gegend herumspucken. Wenn die Kundschaft aber ein bisschen wartet, dann gibt's vielleicht doch noch Zwetschgenbäume. Pumuckl, ich hab dich ein bisschen auf den Arm genommen. Wann hab ich überhaupt Es wird gemerkt? Aus dem Zwetschgenkern bloß dann ein Baum, wenn man ihn in die Erde steckt, sonst nicht. Oh, das ist ja interessant. Und ich hab mich schon so gefreut. Hast du alle deine dummen Kerne. Und so landeten ein paar Kerne wieder auf dem Boden und der Meister Eder gab ihnen schnell mit dem Fuß noch einen Stups, so dass sie ins Abfallholz kullerten, gerade noch bevor die Frau Gruber mit ihrem Töchterchen Erika in die Werkstatt trat. Beide, der Meister Eder ebenso wie der Pumuckl, war nicht gerade rosig, aufeinander zu sprechen, aber das wäre schnell vorübergegangen, wenn nicht durch die Frau Gruber und die kleine Erika etwas Neues hinzugekommen wäre. Etwas, das zunächst weder mit Zwetschgen noch mit Zwetschgenkernen etwas zu tun hatte. Die Frau Gruber gab dem Meister Eder den Auftrag, ein kleines Schreibpult für die Erika zu schreinern, das genau unter das Fenster des Kinderzimmers passen sollte. Und die Erika wusste ganz genau, wie sie das Pult haben wollte. Sie konnte es sogar ein bisschen aufzeichnen. Ja, ganz genau kann ich mir das vorstellen. Da soll man Schulbücher reinstecken können, und da soll eine kleine Schublade mit Schlüssel hin. Aha,
Ein Geheimfach sozusagen. Und der Schlüssel dazu soll so klein sein, dass ich ihn da an mein Armband noch hinhängen kann. So klein? Ah, das wird nicht gehen, Erika. Außerdem hast du ja an dem Armband lauter so schöne Silbersachen hängen. Da passt ja so ein Schlüssel gar nicht dazu. Ist das alles echt Silber? Ja. Wissen Sie, immer zum Geburtstag und zu Weihnachten, da schenkt er die Oma einen silbernen Anhänger. Aha. Bald geht schon nichts mehr hin. Mei, die sind ja wunderschön. Der kleine Pudel und der Bierkrug. Den schiefen Turm hier, den hat mir der Papa von Pisa mitgebracht. Mein Mann ist dienstlich viel unterwegs. Und da schaut er natürlich auch immer, ob er nicht sowas zum Hinhängen mitbringen kann. Ja, dann brauchst du ja eine extra Schublade für deinen Schmuck. Sie täten mir gefallen, Herr Eder. Na, den Schmuck, den bringen wir leicht vorerst noch in ein Schachtel. So, dann gehen wir jetzt darüber und dann suchen wir uns das Holz aus. Als Mutter und Tochter nach ungefähr einer Viertelstunde weggingen, saß der Pumuckl in seiner Schaukel und schaukelte so hoch er nur konnte. La, 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 la. Hey! Hey, Pumuckl! Geh, fall mir nicht raus! Nein, ich falle nicht hinaus, nichts! Fällt doch, nirgends du... hinaus, alles fällt nur hinunter und hinein. Und mir fällt sogar manchmal was ein. So, was denn? Vielleicht einmal was Gescheites, zum Beispiel, dass du die Zwetschgenkerne aufhebst. Hm? Zwetschgenkerne? Ja. Och, Zwetschgenkerne, die sind ja langweilig. Ich hebe sie sogar gleich auf und tue sie zum Abfall. Ja, das machst du. Ich brauche auch gar keinen Baum mehr. Ja, das ist mir auch lieber. Ich brauche keinen Baum, ich brauche nur noch Raum. Für einen schönen Traum. Also Pumuckl, wenn du so weiterschaukelst, dann wirst du noch seekrank. Ich weiß nicht, ob ein voller Zwetschgenbauch die Schaukelei verträgt. Ein voller Bauch verträgt das auch. Oh, das reimt sich. Und alles, was sich reimt, ist gut. Ja, ja. Pumuckl, ist ein nettes Kind, die kleine ja, Erika, ein gell? Ein sehr nettes Kind, ja. Mit einem sehr schönen Bimmelbaumarmkettelein. Naja, also mich wird so ein Gebaumel am Arm nervös machen. Mich täte es gar nicht nervös machen, mich täte es lustig machen, sehr lustig sogar. Jetzt fang ich wieder mit dem Thema Kettel an. Hast ja selber gesehen, dass sowas nur Mädchen anhaben. Hab ich gesehen, das habe ich sogar ganz genau gesehen. Und außerdem hätte ich zu sowas überhaupt kein Geld. Und weil du kein Geld hast und weil ich ein Kobold und kein Mädchen bin, krieg ich auch nie so schöne Sachen. Gar nie. Verlass dich drauf. Dann verlass ich mich eben drauf. Ja? Obwohl man sich gar nie auf gar nichts verlassen kann, nicht wahr? Und außerdem muss der Mensch nicht alles haben. Ja, und der Kobold auch nicht. Es lebt sich ohne das Zeug genauso gut. Ohne das Zeug sicher, ja. Aber ohne, also manchmal, da lebt sich's natürlich viel guterer mit Zwetschgen. Der Pumuckl holte sich noch eine Zwetschge und setzte sich dann auf die Kante seines Bettes. Dabei ließ er es sich sehr angelegen sein, die kleine Bettdecke besonders glatt zu streichen. Eine etwas verwunderliche Beschäftigung, aber der Meister Eder achtete nicht darauf. Plötzlich wurde die Werkstatttür aufgerissen und die Frau Gruber kam herein. Herr Eder? Frau Gruber, ja, haben Sie was vergessen? Sagen Sie mal, bei Ihnen hat doch die Erika ihr Armkettchen noch angehabt, nicht wahr? Ja, freilich. Sie hat mir's doch voller Stolz gezeigt. Stellen Sie einer vor, das Kettel ist weg. Na, sowas. Er hat sie's verloren. Ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das zugegangen ist. Das Kettel hat doch einen Sicherheitsverschluss. Von allein konnte es gar nicht aufgehen. Ja, vielleicht ist Erika wo hängen geblieben. Ich meine, dass das Kettel abgerissen ist. Ach, Erika sucht jetzt weinend die ganze Straße ab. Oh je. Herr Eder, bei Ihnen kann's nicht runtergefallen sein. Ja, da können wir auf alle Fälle mal schauen. Also gesehen habe ich nichts. Aber oft fällt sowas runter, wo man gar nicht dran denkt. Aber wir können ja mal suchen. Also, da sind wir gestanden. Ja. Hier. Ja, und? Ja, aber da ist nichts. Nein, da ist nichts. Aber schauen wir mal in die Hobelspäne rein. Ja, so weit ist doch Erika gar nicht rübergegangen. Es könnte ja sein, dass wir es mit dem Fuß weggestoßen haben. Aber da ist auch nichts. Ich glaube, wir können die Sucherei bei Ihnen aufgeben. Hier ist das Kettel nicht. Also, wenn es bei mir sein sollte, dafür garantiere ich Ihnen, dass Sie es dann wiederkriegen. Aber Herr Eder, daran zweifle ich keinen Augenblick. Sagen Sie mal,
Haben Sie eigentlich da in der kleinen Schiffsschaukel irgendeinen Mechanismus? Wieso? Ja, weil die immer so hin und her schaukelt. Nein. Da bin ich bloß hinkommen. Ach so. Ach, aber es tut mir furchtbar leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Also entschuldigen Sie die Störung, Herr Eder. Ja, bitteschön, bitteschön. Vielleicht finden Sie das Kettel doch noch. Ach, ich habe wenig Hoffnung. Also, Wiederschauen, Herr Eder. Auf Wiederschauen. Das schöne, schöne Kettchen. Jetzt ist es weg. Pumuckl, sag's gleich. Hast du da irgendwie deine Finger im Spiel? Meine Finger? Das ja? Kann ich dir nicht nur gleich, sondern sogar sofort sagen. Meine Finger haben überhaupt nichts im Spiel. Verleg dich nicht jetzt auf irgendwelche Wortspielereien. Du weißt genau, was ich meine. Nein, das weiß ich leider nicht. Hast du das Kettchen? Aber du siehst doch, dass ich kein Kettchen habe. Hier, bitte, komm, hier, schau mich doch an. Nirgends hab ich ein Kettchen. Auch nicht irgendwo versteckt? Bitteschön, Pumuckl, sag's gleich, wenn's so ist. Ich schimpf nicht, wenn du's gleich sagst. Aber ich kann doch nicht was sagen, bloß damit du nicht gleich schimpfst, oder? Du weißt, sowas ist kein Spaß, nein, sondern schlicht und einfach Diebstahl. Stiebstahl? Stiebstahl? Das ist aber ein komisches Wort, findest du nicht auch? Also verdreh nicht alles. Heißt das so, weil ein Stieb... Da, wie heißt das? Dieb? Ein Diebstahl. Ah, jetzt weiß ich es. Ein Dieb, der ist in einem Stall. Und wenn man ihn erwischt, dann nein. ist er da drin nicht. Nein, das hat nichts mit Stall zu tun, sondern mit Stehlen. Wenn du das Kettel jetzt hast, dann ist es gestohlen. Ja. Also sag noch einmal, hast du wirklich nicht? Also immer soll ich alles haben. Wer weiß, wo die dumme Erika das Kettchen verloren hat. Sollte doch besser aufpassen. Also zum letzten Mal. Du hast weder das Kettel noch einen Anhänger noch sonst was. Doch. Also sonst was habe ich schon. Was? Ja, also gut, dann sage ich es dir jetzt. Aber du darfst aber auch nicht böse sein. Ich sag's dir jetzt, was ich habe. Also sag's. Ja, schrecklichen Durst habe ich. Ich muss schnell einen ganz großen Schluck Wasser trinken. Halt, nicht trinken. Du hast doch gerade Zwetschgen gegessen. Ja, Karton, warum habe ich auf solchen Durst? Ja, hörst du nicht gleich auf? Dir kann's ja den Magen zerreißen. Ich hab noch gar nicht viel getrunken. No, das halbe Glas voll. Ja, hoffentlich geht das gut. Mein Schau, da kommt Erika ganz verweint über den Hof gelaufen. Na, jetzt sucht's wahrscheinlich den ganzen Hof ab. Pumuckl, da könntest du ein gutes Werk tun und dir unsichtbar auch ein bisschen helfen. Nein, das kann ich nicht. Ich bin nämlich kein Sucher, sondern ein Versteckekobold. Menschen suchen viel lieber als Kobolde. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß dich, Erika. Bitte, Herr Eder, Sie haben das damals nicht gefunden. Nein, Erika, leider. Ich habe überall geschaut. Bei mir ist das Kettel ganz bestimmt nicht. Aber darfst gern selber noch einmal suchen, wenn du willst. Da, geh her, da hast du einen Besen. Damit kannst du überall runterfahren. Damit wir wirklich nichts übersehen haben. Nie mehr wieder kriege ich so ein schönes Kettchen. Ah, vielleicht finde ich's doch noch. Vielleicht gibt's jemand im Fundbüro ab. Das glaube ich nicht. Die Milchfrau hat gesagt, solche Sachen geben die Leute nie ab, wenn sie's finden. Nein. Das darf man nicht sagen. Es gibt auch ehrliche Leute auf der Welt. An die Ehrlichkeit sollen wir schon auch ein bisschen glauben. Da komm, Erika. Doch. Nimm mal Zwetschgen, doch. So. Danke, Herr Eder. Warum schaukelt denn die Schaukel immer? Weißt, Erika, die reagiert auf jeden Luftzug. Haben Sie eine Puppe? Nein. Ja, warum? Weil da ein Puppenbett steht. Was für eine lustige Bettdecke. Au! Was hast denn? Wie ich die Bettdecke angerührt habe, hat mich was gezwickt oder gestochen. Ist das Bett denn ein Nadelkissen? Eigentlich nicht. Aber es kann schon sein, dass dich was gezwickt hat. Ich gehe jetzt wieder. Ich halte dir einen Daumen, dass dein Kettel wieder findest, gell? Auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiederschauen, Erika. Also, Pumuckl, das war jetzt auch nicht nötig, dass du gleich loszwickst, nur weil Erika an dein Bettdecke hinkommen ist. Ich mag das nun mal nicht und wenn ich was nicht mag, dann zwicke ich und ab. Au, au, au! Na? Au! Es zwickt ja mich. Aufhören! Au, au, au! Mich zwickt's in meinem Bauch. Hier, ganz hier innen drin. Hab ich's nix. Wasser und Zwetschgen. Aber du kannst ja nicht folgen. Jetzt
mich zieht es ganz zusammen. Und mich zieht es überhaupt nicht mehr auseinander. Das wird jetzt einen kleinen Durchmarsch geben. Komm, Pumuckl, komm. Ich will keinen Durchmarsch. Ich will nicht mal einen Durchspaziergang. Ich will... jetzt zerreißt es meinen Magenbauch. Nein. Aber, Pumuckl, vielleicht ist es gut, wenn du dich gleich ein bisschen hinlegst. Komm, leg dich in dein Bett. Dann lege ich mich nicht hinein. Doch. Das zwickt mich schon fast gar nicht mehr. Geh, ich sehe dir's doch an. Ganz käsig bist im Gesicht, komm her. Nein, nicht die Bettdecke hochheben, nein. Ja, aber warum denn nicht? Weil... Da liegt ja das Kätchen. Ja, da liegt ja. Sehr komisch. Dass da das Kätchen liegt, also sehr... Sehr! Pumuckl! Mein Bauch! Pumuckl! Ich muss schnell rausgehen, ganz schnell! Nein, das musst du nicht! Aber die Zwetschgen, die wollen wieder zu meinem Hals hinaus! Das ist mir egal! Pumuckl, du hast also das Kätchen gestohlen! Nein! Und dann hast du mir frech ins Gesicht gelogen! Wo ich dich so gebeten habe, dass du die Wahrheit sagen aber sollst! Aber ich hab doch das Kätchen gar nicht gehabt! Mein Bett war es ja wohl. Mein Bett hat das Kätzchen... Red kein so sautummes Zeug daher. Gestohlen hast's. Das ist mein kleiner Pumuckl. Mein Hausgeist. Und ich glaub ihm. Ich hab das überhaupt nicht gestohlen. Ich hab's nur aufgehoben. Red nicht. Und zum Dieb hättest du mich jetzt gestempelt. Nein, das hätte ich ganz bestimmt nicht. Die kleine Erika wollte schon deine Bettdecke hochheben. Uiuiui. Was glaubst du, was passiert wäre, wenn sie's hochgehoben hätte? Was glaubst du, und dann du, das Kätzchen da gelegen wäre. Und das Kätzchen da wär's gelegen. Da wär's gelegen, versteckt. Und von wem wohl? Von wem wohl? Doch bloß von mir. Ist ja sonst keiner da als ich. Ja, aber ich hab doch die Erika noch rechtzeitig gezwickt. Wenn du dir das jetzt auch noch als Verdienst anrechnest. Nein, nicht nur die... Oh, mein Bauch! Jetzt sei ruhig! Ich sterbe! Ja, ich bin jetzt fast gleich mausetot! Das ist mir wurscht! Von mir aus reicht dich! Was meinst du, was das für mich bedeutet, wenn die Erika zu ihrer Mutter sagt, der Eder hat das Kätzchen versteckt gehabt? Und wenn Frau Gruber weiter erzählt, der Eder stiehlt? Ja, aber ich hätte es doch wieder zurückgegeben. Ich wollte es mir doch nur so ein kleines... bisschen ausleihen. Hör die Liegerei auf. Kein Wort mehr will ich von dir hören. Ja, aber ich hab ich will dich überhaupt nicht mehr sehen. Nie mehr. Nie mehr. Unter meinem Dach ist kein Platz für einen Dieb. Weg mit der Schaufel da. Weg mit dem... Nein, bitte nicht. Und jetzt bringe ich das Kettchen zurück. Und heute lüge ich mich das letzte Mal aus einer Verlegenheit heraus, in die du mich bringst. Ich sag... Ich hab's im Hof gefunden. Und bis ich zurückkomme, bist du verschwunden. Verstanden? Mir ist so schlecht. Wird dir schon wieder besser werden, wenn's unsichtbar bist. Ich muss raus. Ich brauch Luft, sonst passiert was. Oh, bitte. Ich sterbe. Such dir jemand anderen, der Mitleid hat mit dir. Bis sie wiederkommt, bis weg, verstanden? Das habe ich doch gar nicht so böse gemeint. Ich habe doch bloß versteckt, damit die Menschen was zu suchen haben. Kobolde verstecken nun mal gern und Kobolde hüten gerne Schätze. Alle Klabauters haben Schätze gehütet in Höhlen. Jawohl, in Betthöhlen. Jetzt soll ich gehen. Ich weiß doch gar nicht, wohin ich gehen soll. Aber ich gehe. Jawohl, ich gehe. Ich will kein bisschen mehr hier bleiben. Es gibt viel liebere Schreiner und schönere Schreiner und größere Schreiner. Und wenn ich nicht mehr sichtbar werde, kriege ich auch kein Bauchweh mehr und keine Zwetschgen und keinen Hunger und kein Bett und keine Schaukel. Ich will das alles auch gar nicht. Nein, nie mehr.
Ja, und dann ist der Pumuckl weggegangen. Über den Hof, am Kastanienbaum vorbei und zum Hoftor hinaus auf die Straße. Als der Meister Eder von der Frau Gruber zurückkam, die Freude der Erika über das wiedergefundene Kettchen könnt ihr euch wohl vorstellen, da lag noch das Bettchen am Boden, und als der Herr Eder sich kurz umsah, wusste er gleich, dass kein Pumuckl mehr da war. Es war vollkommen still im ganzen Haus. Der Meister Eder nahm ein Brett, maß es sorgfältig ab und begann es zurechtzusägen. Nur ein einziges Mal wischte er sich über die Augen, kurz und energisch. Das war alles. Der Pumuckl aber ist nach dem Krach zum Hof hinausgelaufen und dann die Straße entlang getrottet und hat vor sich hingemault. Und überhaupt, es gibt noch viel liebere und viel bessere und viel schönere Schreiner, jawohl, wo viel mehr Holz und viel mehr Sägespäne ist. Und ich brauche gar kein Bett. Es ist viel bequemer, unsichtbar zu sein. Und schaukeln kann ich auch auf... ach nein, ich will überhaupt nicht mehr schaukeln. Nein, es ist sehr langweilig. Mach doch keinen solchen Lärm da. Kann ja sonst nicht hören, ob irgendwo eine große Schreinersäge sägt. Ich will nämlich dahin gehen, wo eine Säge sägt. Aber wartet nur, ihr dummen Autos. Gleich gehe ich in eine ganz, ganz kleine Straße, wo es ganz, ganz wenig Autos gibt. Und da werde ich dann einen feinen Schreiner finden, der noch gar keinen von meinen feinen Späßen kennt. Und wo es dann sehr lustig wird. Jawohl, sehr lustig. Der kleine, unsichtbare Pumuckl lief kreuz und quer durch kleine und große Straßen und guckte in viele Hinterhöfe, aber nirgends fand er eine Schreinerwerkstatt. Schließlich war er im Kreis gelaufen und stand gar nicht weit von Meister Eders Werkstatt entfernt vor der Eckwirtschaft, wo der Herr Eder sich ab und zu mit befreundeten Handwerkern bei einem Glas Bier trifft. Dem Herzen von Pumuckl gab es einen kleinen Stich und er blieb unwillkürlich stehen. Sie haben immer gelacht, diese dummen Leute, wenn Meister Eder was von Pumuckl gesagt hat. Aber ein paar Mal haben wir zuletzt gelacht. am 1. April damals. Und, da kommt ja, das ist ja der Herr Schmidt. Der hat immer ganz besonders viel gelacht. Da gibt's vielleicht jetzt wieder für mich was zu lachen, wenn ich... Ich glaube, ich muss gar nicht unbedingt Hobelspäne haben, sondern vielleicht mal Autospäne oder Motorspäne. Ganz bestimmt gibt es in einer Autowerkstatt auch irgendwelche Späne. Und ich lerne nicht nur schaukeln, sondern ich lerne auch Autofahren. Und überhaupt muss der Herr Schmidt ein bisschen geärgert werden. Also jetzt schnell ihm nach. Und schon lief der Pumuckl dem ahnungslosen Herrn Schmidt nach. Der Herr Schmidt betreibt eine Autowerkstatt gleich zwei Straßen weiter und er wohnt, ähnlich wie der Meister Eder, im ersten Stock über der Werkstatt. Der Herr Schmidt ging zuerst in die Werkstatt und dann in die Wohnung. Nun, die Werkstatt mit ihrem Geruch nach Benzin und Öl war nicht ganz nach Pumuckls Geschmack und so lief er schleunigst mit in die Wohnung. Da gefiel es ihm schon wesentlich besser. Genau gesagt, es gefiel ihm so gut, dass er auf der Stelle wieder Lust am Schabernack bekam. Und zwar fing er mit einem seiner ältesten Späße an, dem Schlüsselverstecken. Der Herr Schmidt hatte die Werkstatt abgesperrt und sagte oben in der Wohnung zu seiner Frau, Elli! Ja? Elli, ich muss schnell in die Bergstraße, da ist einer hängen geblieben mit seinem Wagen, irgendwas mit der Kupplung. Herrschaftszeit, wo sind denn meine Autoschlüssel? Ja, mei, wo werden sie denn schon sein, in deiner Hosentaschen? Nein, da sind sie nicht. Ja, dann wirst du sie im Mantel haben. Ja, das sind's auch nicht. Ach, geht so. Hast du ja nur ein zweites Paar Schlüssel. Die hängen im Gang. Komm, ich hätte den Autoschlüssel raus. Nichts hängt da. Ja, jetzt mach mich doch nicht narrisch. Ich hab's doch selber hingehängt. Ja, weiß der Teufel, wo du's hingehängt hast, aber nicht da hin. Überhaupt hast du den Wagen zuletzt gehabt. Ich? Nein. Aber bitte, ich kann ja mal in meine Handtaschen nachschauen. Tja, du und deine Handtaschen. Ich weiß, was da drin alles verschwindet. Also bitte,
in meiner Handtasche sind die Autoschlüssel nicht. Ja, Himmeldonnerwetter, es können doch nicht gleich alle zwei paar Autoschlüssel verschwunden sein. Das gibt's doch nicht. Ja, wirst du es halt in der Werkstatt wieder weiß Gott wo hingelegt haben. Nein, in der Werkstatt sind's nicht. Das weiß ich ganz gewiss, dass ich die Autoschlüssel noch vor der Wohnungstür da in der Hand gehabt hab. Weil ich nämlich versehentlich mit dem Autoschlüssel die Tür hab aufsperren wollen. Also, wo du immer deinen Kopf hast. Jetzt rat nicht, wo ich meinen Kopf hab, sondern hilf mir suchen. Die Schlüssel müssen da sein. Also, jetzt fahr mich doch nicht so an. Hast du im Schrank nachgeschaut? Im Schrank. Autoschlüssel im Schrank. Bitte, da sind's ja. Unterm Schrank. Also, weißt du. Unterm Schrank? Ja. Ja, wie die da hinkommen. Also, mir pressiert's. Ja. Geh. So, und ich fange jetzt das Kochen an. Was ist denn jetzt schon wieder? Kommst du wieder zurück? Die Werkstattschlüssel habe ich nicht. Ich muss noch was aus der Werkstatt holen. Die muss ich in die Küche auf den Tisch gelegt haben. Küche auf den Tisch? Du hast es doch weggerannt. Ich habe überhaupt die Schlüssel nicht in der Hand gehabt. Ja, Himmeldonner, bitte, jetzt wäre ich aber narrisch. Wo sind denn jetzt die Werkstattschlüssel? Vielleicht suchst du gleich auf den Boden. Ach, mir tut ja nur der Mensch leid, der auf dich warten muss. Das Mitleid kannst du sparen. Wo ist die Schlüssel hin? Wenn ich dir sag, ich hab's nicht. Aber vielleicht suchst du ein bisschen systematischer. Wo bist du denn gestanden? Wo hast du was rausgeholt? Warte mal, ein Bierglasel hab ich rausgeholt. Ein Bierglasel? Ja, dann hast du vielleicht die Schlüssel da in Kredenz gelegt. Ach, zerstreut bist du. Da am Tisch links. Tatsächlich, am Tisch. Na, jetzt geh aber endlich. Ja, Himmel, Donnerwetter, wer leidet denn da so narrisch? Ja, ich komm schon! Du, Henni, ist immer keiner da. Lass von, hätte nicht! Ja, warum gehst du denn nicht? Ja, was suchst du denn schon wieder? Meine Zigaretten sind weg. Ach, wenn du jetzt auch noch anfängst, deine Zigaretten zu suchen, dann wächst deine Kundschaft auf der Straße noch an. Red nicht! Schau halt auch, wo's sind! Steh nicht so rum! Du hast einen feinen Tag. Dich kann man halt wohin lassen. Ihr könnt euch vorstellen, wie sich der Pumuckl da ins Fäustchen gelacht hat. Überflüssig zu sagen, dass er auf die Klingel gedrückt und die Zigaretten in den Papierkorb geworfen hat. Der Meister Eder hat den ganzen Tag wie wild gearbeitet. Er hat sogar Arbeiten in Angriff genommen, die noch ein paar Wochen Zeit gehabt hätten. Und während des Arbeitens redete er sich heftig ein, dass es doch ungeheuer angenehm sei, nicht immer von einem Kobold gestört zu werden. Nur nach Feierabend, da nützte ihm dieses Einreden wenig. Es war so unheimlich still im Haus. Selbst das aufgedrehte Radio half nichts, denn schließlich kann man mit einem Radio nicht reden. Da fiel dem Meister Eder der Stammtisch ein. Er zog seinen Mantel an und ging in die Eckwirtschaft vor. Und tatsächlich waren sie alle versammelt, der Schlosser und der Spengler und, ja, der Mechaniker Meister Schmidt. Ja, der Eder, kommst du auch einmal wieder? Grüß dich. Ah, grüß Gott beieinander. Grüß dich. Resi? Ja? Bring mir ein Bier. Ist schon recht. Dich sieht man ja gar nicht mehr. Hast viel zu tun. Ja, und Arbeit fällt's nicht. Ihr wisst ja eh, wie das ist. Also habe ich schon an dich gedacht. So? Eigentlich weniger an dich, als wie an den Kubuckel, oder wie der heißt. Ich glaube, ich habe ihn von dir geerbt. Was? Was heute bei mir los war. Nicht zum Beschreiben. Kein Schlüssel war zum Finden, Zigaretten waren weg. Ich weiß gar nicht mehr alles. Und wo wir das Zeug dann gefunden haben, an Stellen, ich schwör's, wo es kein Mensch hingelegt hat. Na, ich bin heute Abend zu euch an Stammtisch, weil wir den schönsten Krach daheim haben. Aber könnte schon sein, dass er bei dir ist, der Pumuckl. Warst du heute irgendwann da mal in meiner Gegend? Wohl bekommst. Psst. Ja, da in der Wirtschaft war ich und hab mir ein Bier geholt. Um wie viel Uhr? Oh ja, so um die Mittagszeit. Oh, um die Zeit herum hab ich ihn rausgeschmissen. Ja, geh hör auf, du, mit deinem Pumuckl und den Krampf da. Nein, das war kein Krampf. Der hätte mich heute beinahe um meinen guten Ruf als ehrlichen Menschen gebracht. Der macht Witz. Was denn sagst du dir? Erzähl. Nein, das erzähle ich dir lieber nicht. Für den Fall, dass der Pumuckl wirklich jetzt bei dir ist. Es könnte sein,
dass dir heute Abendessen nicht mehr schmeckt. Geh zu, hör, der Schmidt ist doch kein kleines Kind, dem du mit deinen Kindergartengeschichten den Appetit verderben kannst. Nein, ich mag die Geschichte nicht erzählen. Aber wenn's reinkommst, dann kannst du dem Pumuckl gleich ausrichten, dass ich ihm einen recht guten Aufenthalt wünsche bei dir. Was? Ja, schau's den Schmidt an, der macht ein Gesicht, das ihm stand und glaubt's. Woher denn? Aber wenn's ihr das erlebt hättet, was ich heute erlebt hab, ihr würdet auch an alles Mögliche glauben. Ja, ma. Ja. Leute, dann trinken wir jetzt auf den Quartierwechsel vom Kuhbuckel. Sie tranken recht kräftig, die Herren vom Stammtisch. Am meisten aber der Herr Schmidt, der das Unbehagen, vielleicht doch einen Kobold zu Hause zu haben, hinunterschwemmen musste. In vorgerückter Stunde kam er nach Hause. Die Schlüssel nimmt er mir nicht weg, weil ich die jetzt da herhänge. An den Schlüssellappen. Oderle. Und die Autoschlüssel. Die sperre ich in das Kasten da. So. Und den Schlüssel von dem Kastel. Den nehme ich mit in mein Nachkastel. Da wollen wir doch sehen, ob da bei mir in der Wohnung ein Pumuckl ist oder nicht. Was gehört, Pumuckl? Sag's doch gleich, wenn's da bist. Dann reden wir ein Wörterl miteinander. Und zwar ein deutliches. Ach, nicht meine, dass ich so ein Theater mitmache. Ich nicht. Ich nicht! Bin nämlich nicht so dumm wie der Eder. Zu dem passt sowas. Narrisch zu der Kobold, aber nicht zu mir. Verstanden? Verstanden? Was schreist denn so laut da heraus? Du wächst doch nicht aus dem tiefen Schlaf. Ich rede für den Fall, dass wir einen Kobold im Hause haben. So, ja. Und ich rede jetzt für den Fall, dass du zu tief in den Biergrub geschaut hast. Nun, geht. Komm, jetzt mach das schleunigst ins Bett gehst. Sonst bist du morgen den ganzen Tag grantig. Ich muss nur noch einen schönen Gruß ausrichten. Ja, von wem? Von Eder. An mich? Nein, nicht an dich. An den Pumuckl. So, an den Pumuckl. Einen schönen Gruß und er wünscht ihm einen guten Aufenthalt ja, bei uns. Ja, 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 jetzt ist aber genug, gell? Schlaf deinen Schwips aus und dann rennen wir weiter. Okay, aber nicht von so einem blöden Koboldsquatsch. Wenn die Frau Schmidt geahnt hätte, dass der Pumuckl bei dem Gespräch mithörte, hätte sie das vom Koboldsquatsch nicht gesagt. Dem Pumuckl standen auch prompt ein paar Haarbüschel vor Empörung zu Berge. Aber nicht nur Empörung war im Pumuckl, sondern noch etwas, das ein bisschen wehtat. Der Gruß vom Meister Eder. Als das Ehepaar ins Bett gegangen war, hockte der kleine Kobold in der Ecke von der Couch im dunklen Wohnzimmer und es war ihm alles andere als behaglich zumute. Das ist gar kein schöner Gruß, es ist ein dummer Gruß und ein dummer Wunsch. Einen guten Aufenthalt. Ich will gar keinen guten Aufenthalt, sondern einen lustigen will ich, jawohl, bei netten Leuten und nicht bei Leuten, die Koboldsquatsch zu mir sagen. Blöder Koboldsquatsch. Oh, 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 denen werde ich's zeigen. Euch werde ich's... Morgen früh will ich euch zeigen. Und jetzt will ich schlafen. Wo kann man denn hier schlafen? Keine Sägespäne da, kein Bett, gar nichts. Kein bisschen nach Holz riecht es hier. Ohne Holz können Kobolde gar nicht schlafen. Obwohl ein Einschlafgedicht was nützt. Beim Dichten bin ich schon sehr oft eingeschlafen. Also, jetzt fange ich an zum Dichten. Ich will schlafen, Augen zu, ich will träumen, flugs im Nu, ich will schnarchen, oh, oh, ull, bis zum Morgen in der Früh. Das ist ein schönes Einschlafegedicht. Ob Automachermeister Gedichte mögen? Meister Eder hat alle Gedichte hat der Meister Eder sehr schön gefunden. Jawohl, alle. Fast alle. Meister Eder ist gar nicht deppert.
Und ich bin gar nicht was Narrisches, was bloß zu ihm passt. Ich passe überall hin. Wohl? Überall. Nicht nur zum Meister Eder. Ihr werdet es morgen schon sehen, wo ich überall hin passe. Der Pumuckl schlief in der Nacht nicht sehr gut und seine Träume drehten sich alle um eine gewisse Schreinerwerkstatt. Aber auch der Meister Eder schlief nicht sehr gut. Und wenn er eine Weile wach lag, drehten sich seine Gedanken um einen gewissen Kobold und ob der wirklich beim Stammtisch Freund Schmidt war. Und wenn irgendetwas im Haus knackte, dann horchte der Meister angestrengt, ob es nicht der Pumuckl sein konnte, der wieder leise heimgekommen war. Einmal stand er sogar auf und schaute in das Pumuckl-Bett, aber es war leer. Der Meister Eder drehte es in seinen großen Händen hin und her und stellte es dann entschlossen wieder auf seinen Platz und murmelte. Ist gut, dass das vorbei ist. Ich bin ein alter Mann und da braucht man seine Ruhe. Morgen trage ich das Bettel auf den Speicher. Aus, vorbei. Oder, was vielleicht noch besser ist, ich bring's einen Schmidt mitsamt der Schaukel. Dann hab ich's los und der Pumuckl kann machen, was er will, wenn er dort ist. Wenn nicht, na ja, dann ist auch wurscht. Am nächsten Morgen hatte der Pumuckl eine Menge zu tun. Ein weiches Frühstücksei kullerte auf den Boden, die Kaffeetasse flog um und ergoss sich über das Kleid von Frau Schmidt, während dem Herrn Schmidt der volle Marmeladelöffel auf die Hose fiel. Dann fand der Herr Schmidt den Schuhlöffel nicht und die Schnürsenkel gingen dreimal wieder auf und eine Schublade ging um die Welt nicht zu, weil sich was verklemmt hatte. Die Autoschlüssel waren da, aber das Feuerzeug war wieder weg. Das Ehepaar Schmidt war so nervös von all dem, dass sie sich richtig in die Haare gerieten, bis der Herr Schmidt plötzlich sagte, es hat keinen Sinn, dass wir uns dauernd anplärren. Das geht doch alles nicht mit rechten Dingen zu, das sag ich dir. Das ist doch alles nicht normal. Hört doch mit dem Schmarrn auf. Nicht normal. Blau warst gestern und heute hast du einen Tatterich. Und fünf Damen, das ist alles. Und was hast du? Wem ist denn's ein untergefallen? Und wer hat denn die Tassen umgeschmissen? Weil du mich so konfus machst. Ja, und deine Brosche? Hast du die inzwischen gefunden? Nein, aber die finde ich schon. Da verlass dich drauf. An den Topfdeckel ist kein Mensch hinkommen. Ich hab's direkt gesehen, wie er gestoßen worden ist. Hört damit auf. Willst du mich ins Irrenhaus bringen? Der Topfdeckel ist halt schief dagegen. Das ist nicht der erste Deckel, der runterfällt. Um Gottes Willen, wenn jetzt einer das Dauerklingeln anfängt, wie gehst du dann? Nix Dauerklingeln. Wir sehen, dass eine Kundschaft vor der Tür steht. Ja, mach auf, ich hol mir dabei was zum Trinken. Ja, der Herr Eder, so, Sie kommen mir gerade recht. Jetzt grüß kommen Sie Gott, recht. Frau Schmidt. Ja, Sie haben meinen Mann ja einen sauren Floh ins Ohr gesetzt. Was Gescheites fällt euch ja am Stammtisch nicht ein. Mein Mann ist schon von Natur aus so abergläubisch. Ja. Und jetzt verzählen Sie ihm so einen Quatsch vom Kobold. Seitdem fällt bei uns alles nunter, was nicht nied- und nagelfest ist. Sie, was haben Sie denn da für ein Puppenbett? Na, ein Pumuckl seins. Herr Eder, das geht mir jetzt doch ein bisschen zu weit. Na ja. Ja, ihr könnt's ja einen Spaß mit mir treiben, aber für dumm verkaufen lass ich mich nicht. Es gibt keine Kobolde und damit aus. Dann stellen Sie halt das Bettel als Zierde auf. Ich weiß ja auch nicht sicher, ob der Pumuckl wirklich da bei Ihnen ist. Aber wenn, dann hat das Bettel da viel mehr Sinn als bei mir. Und wie wär's, Herr Eder, wenn Sie Ihren Kobold mitsamt dem Bettel fälligst wieder mit heimnehmen? Und zwar auf der Stelle. Ja, wissen Sie, der Pumuckl kann schon auch sehr nett sein. Sehr nett sogar. Wenn Sie ihn sehen könnten, ich glaube, Sie wären begeistert damit. Ich kann und will ihn aber nicht sehen. Sie müssten ihn nur dazu bringen, dass er sich hier wo einzwickt oder dass er an irgendeinem Pub hängen bleibt. Dann wird er für Sie sichtbar. Herr Eder, Sie, sind's mir nicht böse, waren Sie noch nie bei einem Nervenarzt? Nein, und ich hoffe auch, dass Sie ihn nicht brauchen, wenn der Pumuckl wirklich da ist. Herr Eder! Jetzt kommt's nicht hier rein und streiten. Franz, lass das bitte da. Ja. Ich habe eine Idee, wie wir den Kobold einfangen. Wenn es ihn wirklich gibt, dann ist da bald Ordnung. Aus dem Bett mache ich eine Art Mausefalle. Was? Und wenn ich ihn hab, dann verschicke ich ihn per Luftpost nach Amerika. Nein, dann gib mir das Bett doch lieber wieder mit. Nächster,
Ich mag keine Rohheiten, George. Und ich mag mir euren Unsinn nimmer länger anhören. Ich geh! Und ich komm erst wieder, wenn's ihr zwei mit eurer Spinnerei aufhört. Die Frau Schmidt lief davon und ließ zwei verlegene Männer zurück. Aber noch jemand lief mit davon, der Pumuckl. Wie er das Wort Mausefalle gehört hat und dass er als Luftpost verschickt werden sollte, packte ihn ganz einfach schreckliche Angst. Zu Recht, denn dem Herrn Schmidt war das bitter ernst. Als Mechaniker wusste er, wie man Mausefallen macht. Der Meister Eder versuchte, ihm das Bett wegzunehmen, aber der Herr Schmidt war schneller. Er sperrte das Pumuckl-Bett in einen Kasten und steckte den Schlüssel ein. Dem Meister Eder blieb nichts anderes übrig, als nach einiger Zeit wegzugehen. Er machte sich auf dem Nachhauseweg die bittersten Vorwürfe und er hoffte inbrünstig, dass der Pumuckl das Gespräch gehört hatte und somit gewarnt war. Als der Meister Eder in die Werkstatt kam und die leere Stelle sah, an der zuvor das Bettchen gestanden war, seufzte er tief. Ach, sau dumm war das von mir, dass ich das Bett all zum Schmidt getragen hab. Sau dumm. Hat ja ist im Stand und zwickt den Pumuckl so ein, dass er halb zerquetscht wird. Hoffentlich ist er nicht beim Schmidt, der Pumuckl. Nein, 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 der ist nicht beim Schmidt. Der ist zufällig hier. Ja, Pumuckl. Ja, aber ich war beim Schmidt und dort war es sehr schön. Was? Ja, aber wenn du sagst, dass man mich einzwicken soll, dann ist es nicht mehr schön. Ach. Das ist sogar sehr böse von dir, solche Sachen zu erzählen. Ich bin doch keine Maus. Und ich will doch nicht nach Amerika. Schon gar nicht als Paket. Aber Pumuckl, das habe ich doch gar nicht wollen. Ich hab das Bett doch nur gebracht, weil ich mir gedacht hab, dass du... Und ich hab das Kettchen von der Erika auch nur versteckt, weil ich gedacht hab. Das war ganz was anderes. Ja. Ich hab dich nassgeschmissen, weil du beinahe meinen guten Ruf als ehrlichen Mann ruiniert hast. Aber das hab ich doch genauso wenig gewollt, wie du mich als Maus einfangen lassen wolltest. Oh, mein Bett wird jetzt eine Mausefalle und... Ich wollte so gern wieder drin liegen. Ich hab die ganze Nacht... ganz dumm geschlafen. So? Ja, nur weil ich mein Bett wollte und meine Schaukel und ich habe ein Gedicht gemacht, ein Einschlafegedicht. Jeckel, die Schaukel wollte ich eigentlich dem Schmidt auch noch bringen. Was, damit er auch noch Mäuse schaukeln lässt? Nein, nein, da setze ich mich ja gleich rein und gehe nie mehr raus. Wenn du da aber nie mehr rausgehst, dann musst du ja wieder bei mir bleiben. Nein, ich bleibe nur bei der Schaukel. Ach so. Ja, dann. Da muss sie wohl die Schaukel auf irgendeinem Baum hängen. Schließlich haben wir uns doch für immer getrennt, wir zwei. Jawohl. Wir haben uns für immer getrennt. Aber eine Schaukel auf dem Baum ist gar nicht gemütlich. Im Winter ist oft so ein ganz scheußlicher Wind. Ah, bist ja dann unsichtbar. Da macht sowas gar nichts. Und außerdem ist Schaukeln im Wind für den Klabatermann was Wunderbares. Ja, das ist sehr wunderbar. Aber vielleicht... Vielleicht möchtest was, du gerne was vielleicht? Mal. Ja, also, was möchte ich? Vielleicht möchtest du gerne mal ein schönes Gedicht hören. Und wenn ich auf einem Baume sitze und der Wind pfeift, dann kannst du es ja nicht hören. Na ja, ein schönes Gedichtel wäre ja schon was Feins. Ach, ja. Hast du überhaupt ein Gedicht auf Lager? Ja, ein sehr schönes. Also so eins zum Beispiel. Pass mal auf. Bin keine Maus, bin lieber zu Haus, bin kein Paket, lieg lieber im Bett. Ich kann ja gar nicht hier wieder in meinem Bett schlafen. Das hat ja der Automachemeister. Oh, wo ich mich doch so gefreut habe. Na ja, dann musst du halt vorerst in den Sägespänen schlafen. Das tust du doch gern. Also, weißt du, das ist ja wie ganz am Anfang von unserer Bekanntschaft. Weißt du noch, damals... Genau also, weiß ich's noch. Ja. Aber vielleicht sind wir jetzt wieder ganz am Anfang, weil wir es noch einmal miteinander probieren. Ach, wirklich? Willst du es wirklich noch einmal mit mir probieren? Nein. Was bleibt mir schon anderes übrig? Wird schon so sein müssen, dass du bei mir bleibst. Ist da nicht was mit dem Koboldgesetz? Ja, da ist was. So heißt das. Ein Kobold muss bei dem bleiben, der ihn einmal gesehen hat.
großes, großes Koboldsgesetz. Na also, Pumuckl, dann wollen wir uns nicht länger wehren. Und schleunigst eine Wurst verzehren. Das reimt sich. Und was sich reimt, ist immer gut. Ja. Nun ja, da waren die zwei also wieder vereint. Und jeder war froh darüber. Der Mechanikermeister Schmidt aber hat keine Falle aus dem Pumuckelbett gemacht, weil er sich vor dem Spott seiner Frau gefürchtet hat. Aber er ist nachts heimlich aufgestanden und hat ganz schnell einen Sack über das Bett geworfen und gewartet, ob was drin zappelt. Natürlich hat sich nichts drin gerührt. Trotzdem hat er den Sack zugebunden und ihn mitsamt dem Bettchen auf den Speicher gestellt. Als dann weder am nächsten Tag noch am übernächsten irgendetwas Ungewöhnliches passierte, glaubte er, vielleicht doch den Kobold gefangen zu haben, schlich sich auf den Speicher und brachte den zugebundenen Sack mitsamt Bettchen zu Meister Eder. Dabei tat er so, als hätte er den Sack nur deshalb um das Puppenbett gewickelt, weil er es nicht beschädigen wollte. So ist nun alles wieder an seinem alten Platz. Klar, musste ja so kommen, sonst würden ja die uralten Koboldsgesetze keine Gültigkeit mehr haben. Und das ginge wirklich zu weit.